Ja, moin, moin, gleich eine Analyse, das ins Spiel. Als erstes, Jungs, ihr habt gekämpft, da vorne Klasse, da vor große Klasse. So muss das sein. Und jetzt haben wir eins, wir haben ja mehrere Dinge heute gemacht. Wir haben 2-0 gewonnen auf Schalke und haben den Auswärtsflug jetzt erstmal besiegt, in Nürnberg gewonnen und jetzt live hier auf Schalke auch. Also man hat gesehen, dass die Jungs unheimlich trainiert haben in Spanien. Also mir hat das gefallen, die erste Halbzeit, muss ich schon sagen, die erste Halbzeit war da, ich war richtig überrascht, das war große Klasse. Da hätten wir nur ein oder zwei Tore mehr machen müssen, dann wäre das Ding schon in der Halbzeit gegessen. So, ja gut, erwähnen, also eine geschlossene Mannschaftsleistung mit zwei, drei Sahneleuten. Ich muss schon sagen, der Biene ist auch große Klasse, denn unser belgischer Freund, der Brent war große Klasse. Die beiden Innenverteidiger, was ich immer sage, Ambrosius. Also ich muss schon sagen, mein Kollege hier, mein Simon Terodde hat nichts gesehen heute und ich glaube, die Zeit ist auch langsam vorbei, aber Simon, alles gut, weiter, geht weiter. Und dann haben wir auch noch unseren Ramos. Die haben da hinten alles weggerungen. Und unser Moritz Reier hat da reingeschmissen, auch gut gespielt. Und das Schalke in der zweiten Halbzeit mit dem Dampfen weg, das war mir ganz klar. Aber da hatten wir auch noch, wenn wir sie ein bisschen genauer ausspielen, die Kontermöglichkeiten, dann machen wir Schalke weg. So ist es ganz einfach. Mir hat das gut gefallen, die erste Halbzeit. Also ich musste mir die Augen wischen, richtig was drauf und wir haben auch gut verteidigt. Das war ja auch noch gut aus heute. Mit vielen Ecken, alles wegverteidigt. Also ich bin rundherum zufrieden. Also auf Schalke mussten wir vor 2-0 gewinnen. Nicht? Auch wenn wir auch, natürlich musst du Glück haben. Wer kein Glück hat im Fußball, der gewinnt zu keinem Fußballspiel. Ja, zu den Schiedsrichter gesagt, zu den anderen. Also bin ich nicht richtig so schlau geworden. Manchmal hat er gepfiffen. Ich wusste gar nicht mehr, was er gepfiffen hat. Aber im Endeffekt haben wir 2-0 gewonnen. Diesen Feierabend, 3 Punkte im Sack und wir beißen uns da oben fest. Jetzt kommt Karlsruhe und dann wollen wir mal sehen, was Pauli macht, was Kiel macht auswärts. Und dann wollen wir weiter gucken. Der Weg ist richtig und natürlich haben wir gesehen, das ist ja ein anderes, ganz klein anderes System. Wir stehen hinten sicherer. Da gibt es gar nichts. Dass wir da hinten alles rausverteidigt haben in der zweiten Halbzeit, da muss ich sagen, große Klasse, Ramos, Ambrosius, De Bent und der natürlich auch, was nach hinten gekommen ist mit Bagrejada, da haben wir mal gesehen, was der laufen kann. Das ist eine Maschine. So, das haben wir gesehen. Natürlich hat er vorne noch einmal so mit den Fehlpässe, aber dass der marschiert ist, nach hinten und nach vorne, hin und her, also ich war restlos begeistert. Und dann vor allem muss man auf Schalke, Dach ist zu, Alarm war da, den Alarm haben wir gleich genommen mit den 2-0. Und das dritte hätte auffallen müssen, da hatten wir ja noch ein, zwei Dinge, die muss man einfach machen, die konnte. Und die werden wir auch noch machen. Er hat das Spiel so ein bisschen umgestellt und hat alles richtig gemacht, oder nicht? So, hat ihn dann der Japaner nochmal gebracht, er nochmal reingeschnuppert. Also mehr geht nicht. Ich bin rundherum zufrieden mit den 2-0. Auch wenn wir natürlich mit den Pfostendingern noch ein bisschen Glück gehabt haben. Aber Glück gehört zum Fußball dazu. Und Glück hat nur der Tüchtige. Und tüchtig gekämpft haben wir heute. Man hat das gemerkt in der zweiten Halbzeit, wo Schalke immer gewechselt hatte und hin und her. Da haben sie noch ein paar Leute gebracht. Da wurden die Batterien bei einigen leer. Das ist ja auch ganz klar. Wir haben ja nur die Woche trainiert hier. Erstmal in Spanien bei 20 Grad im Schatten und hier bei Schneetreiben in Hamburg. Das sind alles so Faktoren, die denn noch eine Rolle spielen. Aber Jungs, ihr habt das klasse gemacht. Und ich muss auch mal wieder einen rausholen, auch wenn ihr auch den pöbelt ihr immer. Also, unser Haie hat ein gutes Spiel gemacht. Und natürlich Meffert. Der gibt auch noch die gelbe Karte. Der trifft klar den Ball. Der kriegt gelb. Der weiß gar nicht warum. Der war ein Foul von den anderen. Aber zu den Schiedsrichtern sage ich nichts mehr. Es war im Grunde genommen hartes Spiel. Schalke wollte das in der zweiten Halbzeit wissen. Aber sonst war ja nicht unfair oder irgendwas. Der Jablonski hat das ja über die Bühne gebracht. Natürlich mit diesen Unterbrechungen, mit den Bällen da reinschmeißen von den Jungs. Ich kann sie ja verstehen. Aber für den Spielverlauf oder fürs Spiel ist das nicht gut. Das hat man gesehen, die Unterbrechung. Aber genau, aber ich will jetzt Schluss machen, Jungs. Schlaft schön, schönes Wochenende. Wir haben 3 Punkte im Sack und beißen uns oben fest. Ich bin an sich.
es geht noch alles besser, das kenne ich ja jetzt, das war das und das war dies. Jetzt die ganzen Nörgler kommen ja jetzt wieder, das hätte man, wir hätten ja 7 Tore machen müssen. Aber ich bin mit dem 2-0 zufrieden, ich hatte ja auch 2-2 getippt oder eben 2-1 für uns. Das wisst ihr, ich bin immer vorsichtig, halte den Ball flach und jetzt kann Karlsruhe kommen, vor hier in unserem Volkspark, in unserem Wohnzimmer, Vollhaus. Und dann wollen wir sehen, wie das weitergeht. Und die beiden oben haben 2. Wir müssen mal sehen, was Düsseldorf morgen noch veranstaltet. Aber die beiden oben, Kiel und St. Pauli, haben 2 Auswärtsspiele. Ich weiß nicht was, es kann alles passieren. So Jungs, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, Mädchen. Meine YouTube-Freunde. Und jetzt schimpft man schön. Aber heute gibt es nichts zu schimpfen. 3 Punkte ins Werk, Banane, Ende, aus, Hängeimer, Striche. Habe ich noch jemand vergessen? Bene Santor war herrlich gemacht, auch schön vorbereitet von Dombi. Das war große Klasse. Die haben ein bisschen den Faden verloren in der zweiten Halbzeit, weil Schalke auch ein bisschen kämpferisch stärker geworden ist. So, das sind meine Worte, hau an das Tango. Und an Simon, ja Simon, das Ding war heute für euch nicht zu gewinnen. Alles klar, und dann hau an das Tango. Ich gehe jetzt schön, seid zu Bett, und dann kann ich mir haben einen schönen Traum. Und ihr wisst, welchen Traum es ist. Da oben hängt der Traum. Vielleicht wird er ja wahr. Alles klar. Nun schimpft man das mal wieder. Alles klar. Tschüss Ihnen oder HSV. Peter ist rundherum begeistert. Das war klasse, Jungs. Nichts anderes.